So, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal hier. Ja, wie ihr seht, heute mal wieder vor der Kamera und nicht auf dem Motorrad und in der Garage. Und zwar wollte ich mit euch über ein gewisses Thema reden. Eigentlich über die Duke, zwar nicht direkt über die Duke, sondern vielmehr über den Krümmer der Duke. Und zwar, wie einige von euch sehr wahrscheinlich wissen, habe ich da ziemlich lange immer ein Hitzeschutzband drumherum gehabt. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, dass dieses Hitzeschutzband eigentlich gar keine so gute Idee war. Ja, und zwar warum, kann ich euch jetzt gleich hier zeigen. Und zwar habe ich hier den Krümmer der Duke mal ausgebaut. Die Duke steht momentan nicht bei mir, die steht woanders. Da habe ich den Krümmer einfach schnell ausgebaut und mitgenommen. Ihr seht's. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Das ist komplett eingerostet. Und zwar liegt das einfach daran, dass das Hitzeschutzband nass geworden ist und ich gleichzeitig am Motorradfahren war. Also ich war irgendwie während dem Regen am Fahren. Und dadurch hat sich das, glaube ich, hier einfach so komplett eingebrannt und ist eingerostet. Und dann stand das Motorrad mal 2 Tage oder so draußen, dann wurde das Band wieder nass und dadurch ist halt unter diesem Band dieser Rost auf dem Krümmer entstanden, der wirklich sehr stark eingebrannt ist. Das Ganze hat man dann leider auch sehr stark auf den Bildern auf Instagram gesehen. Ich kann euch hier sonst mal 1-2 Bilder einblenden, wo ich noch von der Duke gemacht habe. Und das Ganze versaut ein bisschen das Bild, sagen wir es so. So, und jetzt könnte man eigentlich sagen, von wegen, warum macht man da nicht einfach ein neues Hitzeschutzband drüber, dann sieht man es wieder nicht. Ja, das ist eine gute Frage einerseits, aber andererseits muss ich sagen, als ich da im Regen gefahren bin mit dem Hitzeschutzband, klar, ich versuche es immer zu vermeiden, im Regen zu fahren, weil es einfach nur ekelhaft ist. Also ich mache es nicht gern, sagen wir es so. Und wenn das nass wird, das Hitzeschutzband, und man gleichzeitig am Fahren ist, also der Krümmer ist warm eigentlich, aber es regnet die ganze Zeit auf dieses Hitzeschutzband drauf, dann entsteht das Problem, dass man gefühlt mit einer Dampflokomotive rumfährt, weil das dampft so stark, wenn man mal kurz stehen bleibt oder so. Das dampft so von unten hoch, das sieht einfach sehr, sehr ungesund aus und ging mir auch auf die Nerven. Klar, es war jetzt nur einmal im Jahr. Ich bin nicht oft im Regen gefahren. Von dem her, tragisch wäre es nicht. Ich will es trotzdem nicht mehr, weil es mir persönlich auch nicht mehr so stark gefällt. Das ist aber immer noch Geschmackssache, das ist dann jedem selber überlassen. Auch wenn der Sound besser ist mit dem Hitzeschutzband. Aber dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. So, aber jetzt sehe ich eigentlich 3 Optionen für mich. Und das erste haben wir eigentlich schon ausgeschlossen, das wäre eigentlich wieder ein Hitzeschutzband drumherum zu machen. Wie gesagt, damit das schließe ich jetzt hier eigentlich aus und dann kommen wir zur zweiten Option. Und zwar wäre die zweite Option, probieren, diesen Krümmer wieder sauber zu kriegen. Ich habe schon mal ein bisschen anprobiert und kann sagen, dass das Zeug wirklich sehr hartnäckig ist. Darum muss ich schauen, wie ich es hinkriege. Und zwar haben wir hier jetzt irgend so eine Schleifwolle. Ich glaube, das heißt Schleifwolle, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich kann euch sehr wahrscheinlich auch sonst einen Link mal in die Beschreibung hauen oder so. Ja, und sonst haben wir dieses Mittel, was wir auch schon mal in einem Video getestet haben. Autofokus. So, und zwar hätten wir dieses Mittel hier, das haben wir auch schon mal in einem Video getestet. Das Ganze hat relativ gut funktioniert in einem Video und das wäre dann meine zweite Option, was ich noch probieren werde. Oder so ein Mischmasch aus beidem, sagen wir. Hier natürlich habe ich noch Gummihandschuhe dabei, einfach wegen, das ist so leicht säurehaltig und darum sollte man da ein bisschen aufpassen. Ja, und hoffe ich, dass ich den Krümmer irgendwie wieder sauber kriege. Und sonst wäre dann eigentlich nur noch Option 3, was ich nicht hoffen will, und zwar einen neuen Krümmer kaufen. Ich habe bei KTM mal extra geschaut, wie teuer das ist und der Krümmer kostet, glaube ich, um die 500 rum, irgendwie 520 Euro oder so, ein bisschen mehr wie 500 Euro auf jeden Fall. Und das versuche ich natürlich zu verhindern. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich werde euch nachher hier gleich irgendwo schnell aufstellen und dann werde ich mal mit dieser Schleifwolle oder wie auch immer halt, werde ich mal probieren, da ein bisschen was sauber zu kriegen und sonst geht's dann an die Säure. So, man sieht jetzt einigermaßen, dass man es wirklich wegkriegt. Es ist aber extrem anstrengend und braucht wirklich sehr, sehr lange. Und ich glaube, wenn ich das jetzt alles so machen werde, werde ich morgen den Muskelkater des Todes haben. Und ich meine, trotz dass ich jetzt hier wirklich lange draufgerieben habe, man sieht hier immer noch diese Striemen vom Wickeln halt, wo das Band immer zu Ende war. Da sieht man halt direkt, wie breit das Band war. Und deshalb werde ich das Ganze jetzt nachher mit der Säure da drüben probieren. Also Säure klingt immer ein bisschen übertrieben, es ist ja wirklich nichts wirklich Aggressives oder so. Und werde schauen, dass wir vor allem hier vorne den größten Teil sauber kriegen.
Und das Wasser dann halt nicht sauber kriegen durch die Säure, das muss ich dann halt wohl oder übel schleifen. Aber ich glaube, vor allem hier zwischendrin und so weiter wird das richtig anstrengend. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als es halt zu probieren. So, und zwar werde ich trotzdem zur Sicherheit diese Handschuhe mal anziehen. Dazu werde ich das Garagentor ganz schnell öffnen. Dann wird es zwar arschkalt für mich werden, aber dann wird es hier drin nicht so stinken, weil das Mittel stinkt doch noch ein bisschen. Von dem her machen wir das Garagentor lieber auf. So, ich habe das Ganze jetzt einwirken lassen und habe mir dazu auch eine Jacke angezogen, weil es ist arschkalt. So, wenn wir mal probieren, das mal schnell irgendwie abzuspritzen. Ups, das ist falsch. So, und wir sehen hier, das Ganze hat gar nicht mal so viel gebracht. Es ist immer noch rostig. Aber man sieht, oh, das ist interessant. Guck, ich kann das ganze Zeugs hier verstreichen. Also der Rost hat sich doch gelöst. Das könnte tatsächlich funktionieren. Ich werde das Ganze jetzt noch ein zweites Mal probieren und dann gleichzeitig noch probieren, mit irgendeinem Lappen oder so abzuputzen. Mal schauen, ob es da was wird. Also da kommt schon ordentlich was mit. Ich bin mal echt gespannt, ob wir das jetzt so sauber kriegen. So, also es wird auf jeden Fall langsam. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich einen Cut setzen. Und dann werde ich das noch ein paar Mal wiederholen und mal schauen, wie sauber wir das ganze Ding nach ein paar Versuchen hinkriegen. Ich hoffe einfach, wir kriegen das wirklich sauber. Ich meine, es ist schon ordentlich was weggegangen, aber wir haben hier trotzdem noch so eingebranntes. Naja, schauen wir mal und hoffen das Beste, würde ich sagen. So, hier nochmal einen kleinen Zwischenstatus. Jetzt momentan ist gerade nochmal Säure drauf, die gerade am Einwirken ist. Ich habe jetzt ungefähr 20 bis 30 Minuten geputzt, gerieben und ja, das ist das Ergebnis. Langsam kommt wieder etwas vom Krümmer hervor, das heißt, man kriegt es einigermaßen weg. Aber es sind so diese, wenn man schon mal scharf stellt, ja, es gibt hier immer noch diese Honigwaben-Dinger da, die kriegt man einfach fast nicht raus. Ich werde es jetzt weiterhin probieren. Ja, aber ich werde jetzt noch mal ein bisschen putzen und dann melde ich mich nachher nochmal zurück. So, und jetzt etwa 5 Minuten danach nochmal ein Zwischenstatus. Ich habe ja vorher gesagt, dass ich die Säure nochmal einwirken lasse. Und man muss sagen, jetzt ist es recht gut weggegangen. Einfach, ich habe jetzt rausgefunden, der Trick dahinter ist, die Säure draufzusetzen, ein bisschen einwirken zu lassen. Und dann halt direkt mit dieser Schleifwolle hier nachzureiben, währenddem die Säure noch drauf ist. So habe ich jetzt relativ viel weggebracht. Man sieht aber hier die ganzen schwarzen Stellen, die wir jetzt noch haben, hier unten zum Beispiel auch. Sondern vor allem sind diese schwarzen Stellen auch hier oben. Und ich glaube, die schwarzen Stellen sind einfach entstanden, da wo die Temperatur am Krümmer am größten war. Und auch hier unten, aber direkt ganz oben beim Krümmer ist es am schlimmsten. Ja, ich werde es jetzt nochmal probieren. Ich werde es noch einmal jetzt mit Säure einlegen, weil sonst geht mir langsam die Säure aus. Und dann nochmal schön zu putzen und hoffe, dass es dann wieder einigermaßen aussieht. Ja, dann sehen wir uns nachher gleich nochmal. So, ich wäre fürs Erste jetzt eigentlich soweit ganz fertig. Ich habe jetzt nochmal geputzt. Gesamthaft war ich jetzt ungefähr eine Stunde, wahrscheinlich anderthalb Stunden oder so dran. Und bin mit dem Ergebnis halt ja so lala zufrieden. Klar wird es auch besser gehen. Ich könnte jetzt auch nochmal 2 Stunden hier hinhocken und dann wäre das Teil wahrscheinlich perfekt. Aber jetzt können wir uns das gleich zusammen anschauen. So, und zwar haben wir jetzt hier den Krümmer. Ja, er glänzt zwar wieder, ist hochpoliert eigentlich. Es gibt einfach wieder so Stellen hier, da zwischendrin zum Beispiel, wo man fast nicht hinkommt, ist es noch so leicht schwarz gefärbt. Hier an den Schweißnähten gibt es auch immer so schwarze Verfärbung. Hier unten haben wir auch noch ein bisschen schwarze Verfärbung. Ja, also überall schwarze Verfärbung. Hier oben ist auch noch relativ viel schwarz, das habe ich tatsächlich fast gar nicht weggekriegt. Wie gesagt, wäre ich jetzt so länger dran gewesen, hätte ich es wahrscheinlich geschafft. So, ich habe jetzt persönlich einfach darauf geachtet, dass es an den Stellen wirklich poliert ist, wo man den Krümmer auch im Endeffekt sieht. Und zum Beispiel, wenn man jetzt hier schaut, hier ist halt noch ziemlich viel schwarz, aber das sieht man meistens ja so oder so nicht. Und darum werde ich das jetzt auch so lassen. Ich will das jetzt da nicht unbedingt hochpolieren, wenn man es halt eh nie sieht. Darum bin ich mit dem Ergebnis eigentlich relativ zufrieden und ich werde das jetzt so lassen, ich werde das jetzt nicht noch mehr polieren. So, was man hier jetzt noch schnell dazu sagen muss, ist halt momentan glänzt der Krümmer extrem, das sieht man ja.
Das Ganze wird sich aber durch die Temperatur vom Motorrad, also wenn ich mal ein bisschen Kurven fahre im Schwarzwald, sehr wahrscheinlich wieder goldbraun verfärben, was auch ziemlich gut ist, weil momentan bei dem Kontrast sieht man halt diese schwarzen Flecken extrem. Ich hoffe, wenn es dann goldbraun gefärbt ist, dass man das auch weniger sieht wie jetzt gerade. Und wenn das dann so ist, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden damit, mit dem Ergebnis jetzt. Ja. Und hier ein ganz kurzer Einschnitt, weil mittlerweile sind etwa 2 Wochen vergangen. Ich habe das Motorrad, wie ihr seht jetzt hier, wieder nach Hause geholt, habe den Krümmer wieder angesetzt und bin etwa 30 Minuten Autobahn, 30 Minuten Landstraße gefahren. Und das Ganze hat sich natürlich jetzt schon wieder verfärbt und jetzt können wir uns das Ganze kurz anschauen, damit ihr auch wisst, wie das jetzt mittlerweile aussieht. So, und zwar sieht man hier jetzt eigentlich relativ gut, dass sich das Ganze wieder schön goldig verfärbt hat. Also es glänzt nicht mehr so krass wie vorher. Und hier das Ganze noch von der anderen Seite, es glänzt wieder schön golden und ich werde es ganz sicher so lassen. Ich glaube, ich werde das nicht mehr putzen gehen und werde auch keinen neuen Krümmer kaufen. Das heißt, ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Und gut, dann schalten wir wieder zum alten Ich. So, was gibt es jetzt über die ganze Story noch zu sagen? Ja, ist relativ simpel. Wenn ihr euch schon mal überlegt habt, euch ein Hitzeschutzband zuzutun, weil ihr irgendwie ein Video von vielleicht mir sogar gesehen habt und ich habe da relativ positiv drüber geredet. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, hätte ich gewusst, dass das Ganze so endet und der Krümmer wirklich so krass einrostet und das wirklich schon fast einbrennt, hätte ich es wahrscheinlich lieber gelassen, muss ich ehrlich sagen, und hätte dafür auf den Sound ein bisschen verzichtet. Klar, wie gesagt, der Sound ist besser, es macht jetzt aber keine Welten aus, das muss man auch noch dazu sagen. Und eben, wenn ihr euch es halt schon mal überlegt habt, einen Hitzeschutzband ranzutun, überlegt es euch lieber zweimal, weil es kann euch wirklich den Krümmer versauen. Klar, er ist jetzt wieder einigermaßen geworden, man muss auch dazu sagen, er wird nie mehr so aussehen wie am Anfang, also das ist halt einfach so, das kriegt man nicht mehr hin. Also tut mir gerade leid, wenn der Nachbar da irgendwie klopft. Ich habe gar keine Ahnung, was der da macht, aber damit muss ich jetzt leben. Ja, in meinen Augen kann es eigentlich jedem mal passieren, dass er halt beim Fahren in den Regen kommt und wenn einem das den Krümmer dann so versaut, ist es halt einfach nervig. Ich würde euch raten, überlegt es euch zweimal. Ich meine, wenn ihr euch jetzt selber sagt, ich werde für immer ein Hitzeschutzband dran haben, dann mache ich es vielleicht mal weg und mache dann wieder ein neues drauf, dann ist es ja egal, wie der Krümmer drunter aussieht. Ihr müsst halt einfach wissen, wenn ihr das Motorrad verkauft, solltet ihr den Krümmer putzen, weil je nachdem will der Käufer vielleicht nicht unbedingt einen Krümmer mit einem Hitzeschutzband dran. Weil das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Und ich persönlich würde selber jetzt kein Hitzeschutzband mehr ranmachen, weil ich selber einfach gar keine Lust mehr habe, das Ganze jetzt nochmal zu wiederholen und wirklich das Ganze hier wieder so zu putzen. Ich selber bin sehr gespannt, wie es dann aussieht, wenn ich mal wieder ein paar Kilometer mit der Duke gefahren bin und werde dann sicher mal in irgendeinem Video schnell den Krümmer nochmal zeigen, wie der sich jetzt verändert hat und ob der wieder einigermaßen gut aussieht oder ob er wirklich einfach nur kacke aussieht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es was wird und sonst muss ich dann wirklich schauen, ob ich dann einen neuen Krümmer ranmache, weil es ist halt doch nicht das Schönste, sagen wir es so. Dann hoffe ich jetzt, dass ihr etwas aus diesem Video gelernt habt. Ich persönlich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich weiß jetzt nämlich, dass ich nie mehr so ein Hitzeschutzband auf den Krümmer machen werde. Aber das ist dann wirklich jedem selber überlassen. Dann werde ich dieses Video hier jetzt aber auch beenden und ich hoffe natürlich, dass ihr mal wieder bei einem Video einschalten werdet. Lasst doch am besten einfach ein Abo da, dann verpasst ihr auch nichts. Und dann haut raus, macht's gut und ciao.